So ist das ganze System irgendwie sinnlos. Wieso kriegen die das nicht hin? Es ist wirklich nebenan. Ich will aber, dass das hinhaut. Wenn es jetzt wirklich nicht klappt, dann gehe ich wirklich sehr stark davon aus, dass es ein Bug ist und die einfach zu dumm sind. Na, ein Glück. Die Steinblöcke direkt gegenüber. Du brauchst nichts mehr zu tun. Du bist jetzt ein glorreicher Träger. Überhaupt besteht das ganze Dorf fast nur noch aus Trägern jetzt. Ich habe früher immer Träger als äußerst nutzlos empfunden, aber mittlerweile weiß ich es besser. Mittlerweile weiß ich, dass die Träger tatsächlich sehr viel verbessern. Die erhöhen halt die Produktivität von dem Gebäude enorm. Dann kann sich nämlich der Arbeiter viel mehr auf seine eigentliche Arbeit konzentrieren. Und solange die Rohstoffe reingetragen werden, läuft's auch. Arbeit ist aber auch ziemlich gut. War nicht mehr so extrem viel wie früher, aber immer noch gut. So. Was fehlt noch? Weizen ist gerade gekommen. Ich verstehe es nicht. Es klappt einfach nicht. Die holen einfach nichts. Was denn für ein, ich wüsste gern, was für eine nötige Ware. Scheiße gelaufen, kann ich halt nichts machen. Was ist der Händler? Mal auf meinen Kram zu verbrauchen. Ich glaube nicht, dass ich das mit den Leuten hinkriege. Aber die Kaserne ist verbuggt, es tut mir leid. Zumindest erschließt sich der Sinn.
Interessant. Kann ich so mit ihm machen. Ah, doch, mal vergessen. Oh, was meine Wikinger? Retten wir die Frauen! Ich glaube nicht, dass sie eine Chance haben zu viert. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Einfach nur, weil wir es können. Oh ja, super. Die haben jetzt schon, die sind jetzt schon am Hungern. Schnell, Wikinger, esst etwas. Weiter geht's. Ihr habt euch mit leckeren Äpfeln gestärkt. Jetzt schlachten wir diese Sarazen ab. Vielleicht später. Die scheinen nicht hier zu sein. Wo sind die Sarazen? Ach, die sind da hinten. Okay, wir kommen wieder. Wir haben uns mit leckeren Äpfeln gestärkt. Ich wüsste halt echt gern, was das für eine ist. Ach. Oh Mist, jetzt dachte ich gerade, es geht los. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was das Problem ist, aber ich verstehe es halt nicht. Ich sage ihnen sogar schon, was sie holen sollen und keine Chance. Habe ich keinen Bock zu, mache ich nicht. Könnte immer noch eine weitere Insel geben. Okay, sie haben auf jeden Fall was gegessen. Die müssen aber hier sein irgendwo. Klingt irgendwie perfekt zum Landen. So, schauen wir uns doch mal an, was sie so zu bieten haben. Wahrscheinlich deutlich mehr als wir. Und da geht's schon los. Ja, die werden mit sowas von umlegen. Die mögen das halt gar nicht, wenn man hier rumläuft. Deine Leute greifen gerade ein feindliches Volk an, doch Vorsicht ist angebracht. Das Kriegsglück kann sich schnell wenden und dir leicht selbst zu Verhängnis werden. Lauf, Björni! Björni ist tot, wir haben verloren. Mission verloren, Heldmutter Leichtsinn, als Björni starb, weint die Götter. Ende böse.
Siegertunnel. Und mit ihnen das Ende der Menschheit. Hey, aber Sigurd lebt noch. So, nochmal das gleiche Spiel. Ist nur ein bisschen unglücklich gelaufen. Es hätte jetzt auch ganz anders kommen können. Du isst jetzt erstmal schnell. Da kommen sie. Ich muss nur aufpassen, dass Björn nicht wieder drauf geht. Und Sigurd darf wahrscheinlich auch nicht sterben. Kommt noch mehr, aber da kommen noch mehr. Da trennt sie auch gleich wieder ab. Alles Bogenschützen, komischerweise. Oh Mist, jetzt habe ich sie wieder sauer gemacht, wie es scheint. Wen greifen sie denn jetzt an? Ihr könnt auch stehen bleiben. Ja, tötet dieses Kack-Sarazen. Wir haben sie besiegt. Björn, die muss ich mal kurz erholen. Der hat vielleicht den einen oder anderen Schlag abbekommen. Ja, ja, ich habe gemerkt, dass ihr angegriffen werdet. Bin ja nicht ganz so blöd. So, das Winter könnt ihr euch erstmal kurz erholen. Jetzt gucken wir mal, wo wir die Schweine finden. Oh ja, da kommt sie schon. Das sind ganz schön viele. Das sind alles immer Bogenschützen, kann das sein? Was ist das für ein Feiglingsvolk? Das ist meine Taktik, lass das. Toll, die überholen sogar schon meinen Schwertträger. Ne, mein Schwertkämpfer ist das. Okay. Vorwärts, mach sie fertig. Ja, holt mal den da. Die Wolken sind tatsächlich immer noch wie früher. Die sind nicht mal ganz so auffällig, aber diese Kampfwolken sind tatsächlich noch normal. Ich habe es gerade genau gesehen, wie es früher gab. So, nach und nach dezimieren wir sie. Warum habe ich überhaupt irgendwas gemacht? Ich glaube, da hätte ich auch gleich hier mit den Anfangstruppen angreifen können.
Kurz weggehen. Scheint schon der Rest zu sein. Legen wir uns mit denen an. Ja, ist toll, wenn ihr nicht mal so viel seid, hä? Durch unseren Angriff auf die Sarazenen verhalfen wir auch einem fränkischen Ritter zur Freiheit, der uns sofort seine Hilfe anbot. Hä? Okay, die sehen sich aber ziemlich ähnlich. Beringer und das war Sigurd. Warum nicht? Ne, warte, jetzt schlacht mal euch ab. Jetzt fühle ich mich euch ein bisschen übermächtig. Das da. Ah, da kommen sie also her. Isst du mal was? Isst du mal was? Ist natürlich praktisch, wenn wir jetzt gleich zwei Helden mehr haben. Haben die Löwen oder sowas? Ah, ihr Feiglinge. Versteckt euch einfach so da hinten. Wenn wir Pfeile brauchen, da haben wir welche. Mehr haben sie also nicht. Waffen bitten. Ach, guck mal, da sind ja die ganzen Frauen. Ich vermute mal, das hat dir immer nicht geklappt, oder? Nein, da ist also noch nichts reingeliefert worden. Ein Hoch auf meine inkompetente Mannschaft. Ja, nee, geh du mal vor. Kundschafte mal kurz. Oh, warte mal. Schluss damit. Weg hier, weg hier. Wenn das draufgehen müsst ihr jetzt auch nicht. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ich... Was hat denn der da? Eine Plattenrüstung. Ja, nee, geh du mal vor. Du hast noch volles Leben. Tabit. Schickst jetzt alle deine Soldaten einzeln raus, von mir aus, aber könnte vielleicht ein bisschen dauern. Ach, das ist auch noch Bogenschütze. Man, ich bin froh, dass ich noch einen Held habe, aber ich bräuchte eigentlich was Besseres gegen die Türme. Die sind bestimmt auch noch mal wieder zwei Türme, natürlich. Alter, das kriege ich garantiert nicht mit den Leuten hier. Wie ist es eigentlich mal Björni, der da drauf gehen muss? Lauft! Flieht, ihr Narren! Björni, du solltest wirklich ein Stück weiter laufen. Sonst bist du gleich tot. Erholt euch. Die Türme könnte ich vielleicht schon knacken. Aber nicht, wenn die noch Soldaten dabei haben.
Ihr müsst euch erstmal erholen. Du isst was? Auch nur Kurzbögen. Nee, die haben ziemlich viel Prügel kassiert, die Helden. Sigurd ist gleich wieder frisch. Björn, ich brauche noch ein bisschen. Ach, diese Türme kriege ich nicht geknackt, garantiert nicht. Vielleicht muss ich ein bisschen Bäumchen wechsel dich spielen. Immer wieder zwischen hoch und oben und unten wechseln. Problem ist, die gehen halt in die Türme, sobald ich mich näher. Machen die ja, glaube ich, auch so. Bleibt mal schön. Ich gehe mal weiter vor. Oh ne, sie kommen raus. Umso besser. Kommt mal raus. Ja, es ist okay. Kommt raus, dann kann ich euch besser killen. Sehr gut. Okay, die ziehen immer so langsam die Leute von denen. Es werden tatsächlich weniger Soldaten. Ist ein bisschen anstrengend, aber es geht langsam vorwärts. Ah, jetzt hat es wieder voll gefüllt hier. Sigurd, mach mal ein bisschen ablenken. Team ist super. Der Hauptheld wird im Grunde gefokust. Aber solange ich diese blöden Türme nicht wegkriege, habe ich da keine Chance groß. Moment, fehlt uns hier einer? Gerade nie da oben. Hier fehlt doch irgendwo einer. Da! Gut, da kommen die nächsten. Wir erwarten sie auf unserem grünen Rasen. Hey, lauf nicht wieder weg! Ah, ich dachte, die greifen mich an. Jetzt komm schon her! Lass mich da nicht immer hinterher rennen, das macht keinen Spaß. Sie wieder ab? Sag mal, ihr seid aber auch unfähig, jemanden zu treffen. So, ehrlich gesagt, du. Ich könnte mal noch irgendwie die Waffe wechseln lassen, oder? Wechselt seine Ausrüstung. Gut, kommt her.
läuft weg. Du Idiot. Ist ja wunderbar. Jetzt habe ich verloren wahrscheinlich. Ne, Berengar darf sterben, aber das will ich. Jetzt mal ernsthaft, jetzt sage ich dem, dass ich Hilfe brauche, dass sie umswitchen sollen, damit ich ein besseres Spiel habe. Und was macht der? Der läuft weg. Danke. Wechsel deine Kack-Ausrüstung. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum läufst du jetzt dahin? Es ist zwar dieselbe Ausrüstung, aber das ist doch bescheuert. Die sind aber wirklich auf ihn gefokust. Sif? Es ist ein Sif? Weißt du was? Ihr geht mal hier hin und tötet mal die Löwen da. Ich glaube nicht, dass ich die Sachen hier zerstören kann, oder? Oh doch, das müsste gehen. Wow. Die Effizienz. Du gehst mal weg. Geht das? Ah! Dann hacke ich halt einfach die Palisadier weg. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Ja, tötet mal diese ganzen Viecher da, die sehen bösartig aus. Nee, lass die ja nicht frei, Mensch. Okay, das ist tatsächlich was ich speichern kann. Ich glaube, das sind keine Löwen. Wie viel haben die denn? Wie haben diese Byzantiner Löwen? Ist egal, die werden jetzt alle gekillt. Jetzt die Löwen. Erfahrung 100%. Ach, der hat auch einen Stern drüber. Bringt das irgendwas? Ja, macht mal schön weiter so. Können die Löwen killen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie freigelassen werden. Die sehen bösartig aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Uiuiui. Das ist ja noch so ein Kack. Ja.
Aber wie viele Türme haben die und wie viele Leute gibt es hier vor allem? Habe ich gewonnen, wenn ich das Ding erobert habe? Björni, du gehst mal alleine weiter. Wir zerstören jetzt einfach mal Haus für Haus. Waffenhütten. Wow, Häuser halten echt nichts. Na, warum läufst du los, verdammt? Okay, die Frauen könnte ich in der Theorie zumindest mitnehmen. Titan! Okay, das war wahrscheinlich... Das will ich doch wissen, schafft man das in der Theorie? Nein, die werden jetzt umgebracht, die haben meine Helden getötet. Das wird jetzt durchgezogen. Okay, ich bin zu schwach tatsächlich, um so ein... Dann kann Björn ja auch noch drauf gehen. Wieso haben die eigentlich so viel, extrem viele... Die haben wirklich extrem viele Bogenschützen hier überall. Was macht ihr denn, Mensch? Rendiert einfach zum Feind. Nein. Hört auf, immer wieder in den Feind reinzurennen. Und wenn ihr schon macht, rennt wenigstens wieder zurück. Ja, nee, jetzt rettet die Frauen endlich. Das Spiel dann gewonnen. Nein, ja, natürlich. Am besten ihr rennt noch den Turm da, der sieht so friedlich aus. Ich kann es euch leider nicht zeigen, wie man diese Sarazene in die Flucht schlägt. Nein, wieso rennt ihr immer wieder in den Gegner rein? Das ist auch überhaupt nicht lustig. Und ich frage mich, wo kriegen die ganzen Leute her? Weil komm, hier ist ja nicht mal gerade einer reingegangen, das ist einfach voll gewesen. Ja, haben wir jetzt gewonnen. Wie freuten wir uns, als wir unsere Frauen endlich wieder in die Arme schließen konnten. Überglücklich führten wir sie zurück in unser Lager, das inzwischen schon zu einem stattlichen Dorf angewachsen war. Nun endlich konnten wir unsere Fahrt nach Byzanz fortsetzen und begannen sogleich damit, unser Schiff auszurüsten. Ungern verließen wir dieses gastliche Land, das so unter den Piraten zu leiden gehabt hatte. Und viele der unseren, die mit den Einheimischen Freundschaft geschlossen hatten, liegen zurück. Doch als wir am Bug des Schiffes ein frischer Wind ins Gesicht ließ, freute ich mich bereits auf die Abenteuer, die noch vor uns liegen mochten. Die haben eigentlich nicht Häuser. Noch ein Lagerhaus. Gott, das ist das hier. Herrlich, Korsarenschiffe. Mit einmal sind die Dinger leer. Ach, ich vermute mal, weil keine Kampfhandlungen sind. Ich frage mich, ob ich eine Chance habe. Wenn es jetzt nur zwei sind.
Müsste ich eigentlich schaffen können. Ich will die halt jetzt irgendwie noch kaputt machen. Attacke. Hör auf zu fressen. Greif an. Was ist das denn? Da liegt sie erstmal schlafen vor dem Gegner. Oder hat diesen Schlaf auch noch überlebt? Er ist jetzt gestorben. Thorian. Welchen scheiß Name trotzdem. Also in der Theorie schaffen wir es, wenn nur einer drin ist und meine Leute auch nicht einfach schlafen gehen. Und sie dann nicht halt noch in Scrollsfall mit anderen begegnen kommen. Hier Schaden. Das war auch Björni. Aber in Theorie ist es schaffbar, wenn gerade halt nur einzeln drin sind. Ich verstehe aber nicht ganz, wie das klappt hier. Mit dieser Aufteilung, weil jetzt immer wieder. Das wirkt sehr zufällig auf mich. Wie die wie die sich verteidigen. Und wie gesagt, die Kaserne hat wahrscheinlich immer noch nichts eingeladen. Nein, ein tolles System. Probieren wir noch was anderes, und zwar wahrscheinlich jetzt gar keinen Unterschied. Und zwar, wenn ich jetzt einfach mal bezahle. Als wir unsere Frauen endlich wieder in die Arme. Okay, ist genau das gleiche. Ja, sorry, ich kann es euch leider nicht zeigen, wie man sie besiegt, weil das wird. Ich könnte es vielleicht wirklich schaffen, wenn ich unglaublich viel Zeit rein investiere. Man könnte zum Beispiel hier hinten landen und vielleicht hier sich eine Fräse, also hier reinfräsen und dann nach und nach alles kaputt machen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber das würde sehr lange dauern. Ich bin sowieso überrascht, wie können denn hier eigentlich immer wieder neue Leute kommen? Wirklich alle Bewohner sind in den Türmen und trotzdem habe ich ständig wieder mit neuen Soldaten zu kämpfen. Brauchen die anscheinend keine Menschen, um hier irgendwas zu machen. Die Musik ist irgendwie verstörend. Naja, eigentlich egal. Sorry, ich muss euch schuldig bleiben, weil die Kaserne nicht funktioniert aus meiner Sicht. Vielleicht muss ich auch einfach eine Produktion, obwohl Gold gibt es ja hier auch nicht, das heißt irgendwie ausbilden ist auch nicht drin. Das einzige, was ich noch machen könnte, wäre selber Waffen herstellen. Ah, da hätte ich das Ding, glaube ich, noch ausbauen müssen. Ja, daran habe ich nicht gedacht, das Ding nochmal auszubauen. Egal, vielleicht beim nächsten Mal, aber dass das hier alles nicht funktioniert, finde ich doof. Weil wir haben Münzen, wir haben Waffen und keine Ambition, irgendwas zu tun. Dann würde ich sagen, das war Cultures für heute. Ich sage Ciao mit Wichlein TV. Und wir sehen uns tatsächlich beim nächsten Mal, dann in der nächsten Mission. Macht's gut, bye Leute.